Pro-Tipp bei Bares für Rares. Oh, jetzt bin ich gespannt. Niemals die Expertise nennen, auch wenn die Händler danach fragen. Allerhöchstens andeuten, wie zum Beispiel, die Expertise war dort deutlich höher. Das kann tatsächlich eine gute Taktik sein. Aber wenn wir zum Beispiel bei einem ganz niedrigen Betrag rumdümpeln und die Expertise eigentlich viel höher war, dann ist ja genau das Gegenteil der Fall. Ich frage zum Beispiel oft nach der Expertise, wenn das Dinge sind, von denen ich erstens keine Ahnung habe, aber vor allen Dingen, wenn es nicht weitergeht im Händlerraum. Also ich frage da nie nach, um irgendwie den Preis runterzuschrauben, sondern ich frage nach, um mich oder meine Kollegen das Licht in den Raum zu führen, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Ich würde mich freuen, immer die Expertise zu kennen, weil ich dann meine Entscheidungen auf einer besseren Grundlage treffen könnte. Die Händler, die haben da auch ein Gespür für, wenn sie merken, dass da jemand nicht so richtig raus möchte, dann akzeptieren die das ja auch. Ja, und wenn nicht, lasst sie fragen. Ja.